Nicole, freut mich, dass du nochmal hier so spontan Zeit hattest. Vielleicht erstmal für alle, die hier zuhören, stell dich einmal kurz vor. Wer bist du denn? Was machst du? Wie alt bist du? Ja, dass man dich mal ein bisschen kennenlernt. Also hallo, mein Name ist Nicole Groß, ich bin 44 Jahre alt, arbeite bei der Deutschen Bahn, eigentlich als Fahrdienstleiterin. Seit einem Unfall vor 3 Jahren darf ich das nicht mehr, habe mich da ein bisschen umstellen müssen. Bin auch dann wieder ein bisschen mehr aufmerksam geworden auf meine Gesundheit, wie das meistens ist, wenn man ein bisschen zur Ruhe kommt. Ja, habe Diabetes Typ 2, eigentlich mit Insulinresistenz angefangen, hat sich dann zu Typ 2 entwickelt. Ja, habe lange den Kopf in den Sand gesteckt, wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich das haben könnte, weil ich halt auch ein sehr schlanker, sportlicher Mensch bin. Ja, irgendwann hat mich dann die Realität leider eingeholt. Dann habt ihr euch in mein Leben gedrängt, gemogelt, will ich sagen. Zu Anfang konnte ich es mir noch nicht so vorstellen, mit euch zu arbeiten, auch aus finanzieller Sicht, weil ich einfach nicht wusste, wo mein beruflicher Weg hinging. Ich im Krankengeld halt war. Mittlerweile ist das alles wieder gefestigt. Habe die Arbeit mit euch begonnen und auch nicht bereut. Ich bereue höchstens, dass ich es nicht früher gemacht habe, dass ich das vielleicht hätte noch anders abwenden können. Ja, okay. Jetzt hast du eh schon ein bisschen was übersprungen auch. Wie war denn, weil du gesagt hast, am Anfang nicht gleich so wirklich da das ernst genommen, hat sich nicht so wirklich was verbessert. Was waren denn vor unserer Zeit so deine Strategie? Also hast du da schon irgendwas probiert oder es hat dann nicht geklappt oder hast du einfach gesagt, ach, bei mir ist noch nicht so schlimm, so ist ja noch egal. Also ich habe es jetzt nicht als so super schlimm empfunden, habe ganz lange Low Carb gemacht, auch mal eine Zeit lang Keto probiert, was aber so gar nicht meine Welt war. Ich glaube 3 Wochen, 2, 3 Wochen Keto und dann habe ich gesagt, nee, das lässt du mal lieber bleiben, das ist nichts für dich. Ja, bin halt, wie gesagt, sehr sportlich, gehe ins Fitnessstudio regelmäßig, manchmal auch lasse ich so ein bisschen schleifen, dann kriege ich aber wieder den Dreh meistens und gehe wieder. Ja, die Insulinresistent, als ich kam als Diagnose als erstes, bin ich dann alleine angegangen mit einem anderen System als euers. Das hat auch gut geklappt. Da habe ich diesen HOMA-Index gut runtergekriegt, auch innerhalb kürzester Zeit. Aber es hat sich halt nichts an den nüchternen Werten verändert und auch nicht an den Zuckerwerten an sich. Also ich habe weiter meine Spitzen gehabt, meine Ausschläge nach oben. Deswegen musste ich das dann irgendwie mal anders angehen. Okay. Und was war jetzt bei dir so? Also wurde da auch irgendwie festgestellt, wo das herkam? Weil du hast das selber schon gesagt, eigentlich untypisch, also viel Sport gemacht, bist schlank, hast jetzt auch von der Ernährung her jetzt, du hast jetzt nie, ja, extreme Ausartung da gehabt und warst jetzt nur bei McDonald's oder so. Wie hast du dir selber erklärt oder wie wurde es dir auch vom Arzt gesagt, warum du, also warum Typ 2 Diabetes bei dir? Also mein Hausarzt hat mich gar nicht für voll genommen. Der hat, als ich zu ihm gegangen bin, hat gesagt, meine Werte sind auffällig und ich möchte was machen. Hat er mich angeguckt und gesagt, nee, ich bin mit Ihren Werten zufrieden, das ist alles in Ordnung. Langzeitwert ist noch in Ordnung. Nüchtern Wert war damals so um die 125 meistens. Da sagt er auch, nee, das ist alles noch okay. Daraufhin habe ich ihn ein bisschen bedrängt und habe gesagt, dann möchte ich zum Diabetologen, weil ich einfach mal mich richtig auf den Kopf stellen lassen möchte. Das hat er dann auch gemacht, aber mit dem Hinweis, dass ich, wenn überhaupt, dann höchstens Typ 1 sein könnte, weil ich halt so schlank bin und sportlich und ja, nicht danach aussehe. Also nicht der typische Typ 2er, wie man immer so schon sagt, wie das eigentlich die Leute immer denken, dass man halt dann. Ja, genau, dieses Klischee, dem man dann eigentlich entsprechen sollte. Und wenn man da eben rausfällt, dann ist es erstmal so, ja gut, muss ja Typ 1 sein. Oder halt dann Lader. Ja, irgend so eine Zwischenform. Okay. Und dann ging es los, dann hast du eben vieles probiert. Erfolge waren da, aber nicht so wie du es eigentlich gerne gehabt hättest. Und dann sind wir da so ins Gespräch gekommen. Hat ein bisschen gedauert am Anfang. Ja, du hast uns ja auch schon länger verfolgt und irgendwann hat es dann geklappt. Und was ist dann so passiert bei dir? Also wie war auch so der erste Eindruck, als wir so gestartet haben? Was hat sich auch so verändert bei dir? Also ich habe keine Blutzuckerspitzen mehr, mein Zucker fährt keine Achterbahn mehr. Ich arbeite immer noch daran, den Nüchternwert ein bisschen runterzukriegen, aber da ist ja, wie du schon sagst, da manchmal ist es einfach so, das ist dieser Morgenkupf oder wie man den so nennt. Der Körper bereitet sich darauf vor, auf den Tag, dass er starten muss und dann schüttet er halt ein bisschen mehr aus. Das ist noch so mein Ziel, dass ich da an die alten Werte wieder rankomme, aber in den letzten Wochen waren es auch wesentlich besser. Also bereut tue ich es auf keinen Fall, die Zusammenarbeit mit euch und auch die vielen Erfahrungen, die ich machen durfte dadurch. Die vielen netten Leute, die ich kennenlernen durfte, also andere, die auch bei euch betreut werden, da sind wirklich nette Menschen bei. Mit einigen habe ich auch regelmäßig Kontakt. Ja, ich bin viel probierfreudiger geworden, habe ich festgestellt. Ich mache viel mehr. Ich habe mittlerweile Lebensmittel auf meinem Speiseplan, die ich vorher überhaupt nicht mochte.
die ich auch immer ausgeschlossen habe, ganz andere Aspekte auf Ernährung bekommen habe, auch auf Bewegung generell. Ich weiß noch, dass ich, als ich euch auf Facebook so gefolgt bin, kam, ich glaube, auch letzten Winter oder vorletzten Winter, dieses 10.000-Schritte-Problematik auf und dann, dass man doch auch im Dunkeln nochmal loslaufen könnte. Das ist für mich heute kein Problem mehr. Ich meine, was heißt kein Problem, ist übertrieben. Ich laufe immer noch nicht gerne nach dem Abendessen im Dunkeln los alleine. Aber es fällt mir bei weitem nicht mehr so schwer wie früher. Und heute denke ich, guck mal, meine Uhr sagt auch, du brauchst noch ein paar Schritte, komm, mach mal eine kleine Runde, schnapp den Schirm, eine Mütze, Handschuhe, dicke Jacke an und lauf los. Das hätte ich früher nie gemacht. Also es hat sich schon auch nachhaltig was an deinem Lebensstil wirklich verändert. Also du denkst jetzt ganz anders über bestimmte Dinge, du hast andere auch Verhaltensweisen, auch Glaubenssätze. Also es hat sich wirklich auch verinnerlicht. Und oder wie würdest du das beschreiben? Stellen solche Sachen im Bereich Ernährung oder Bewegung, stellt es für dich heute noch ein Problem dar? Oder ist es für dich so, hey, ich habe mein Werkzeug an der Hand, ich habe das verinnerlicht, ich weiß, wie ich damit umgehen muss und ich sehe auch zukünftig jetzt kein Problem, dass ich irgendwie wieder von meinem Weg abkommen würde? Wie würdest du das beschreiben? Also ich sehe es eher spielerisch mittlerweile. Das ist jetzt nicht viel Arbeit und viel drüber nachdenken, vor allem nicht mal. Ich fange einfach an mit Kochen und dann, ich improvisiere auch ganz viel. Also ich habe keine festen Rezepte, ich haue einfach alles rein, was in die Pfanne, was dazu passt und was gerade da ist. Oder in den Topf. Das ist halt, mein Problem ist immer noch mein Zeitmanagement. Also da muss ich dran arbeiten, weil ich relativ weit zur Arbeit fahre und zurück. Also ich habe allein gute 2,5 Stunden Fahrzeit jeden Tag hin und zurück zur Arbeit. Und das ist dann, was jetzt gerade so, wenn es früh dunkel wird, dann immer so ein bisschen schlecht in die Karten spielt. Man will auch mal irgendwann nach Hause, man muss auch mal noch Haushalt machen, Wäsche. Dann fällt das Fitnessstudio wieder hinten runter oder andersrum. Oder man kocht halt nicht, man geht dann doch mal ausnahmsweise zur Pommesbude oder zum Türken oder sowas. Aber das sind Sachen, die erlaube ich mir ganz, ganz, ganz selten. Und auch beim Türken gucke ich dann, dass es ein Salat mit einem Falafel dabei oder keine Ahnung was, dass es einigermaßen passt. Ja, genau, da gibt es ja Mittel und Wege. Man kann sich ja überall immer so das Beste raussuchen, weil ab und zu geht's halt wirklich nicht anders. Vor allem eben viel Arbeit und langer Arbeitsweg. Irgendwo muss man dann natürlich auch mal schauen, sich auch den Alltag einfach zu machen, aber halt trotzdem zielführend, ja, und da so die Balance zu finden. Und manchmal geht es ein bisschen besser, manchmal geht es halt nicht so gut, aber in Summe, wenn man überwiegend weiß, auf was es ankommt und wie man sich auch zu helfen weiß, wenn man unterwegs ist, dann ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was hat dir denn in der Zusammenarbeit am besten gefallen? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du gesagt hast, das hat mir am meisten geholfen oder das war für mich so das Bereicherndste oder da konnte ich am meisten rausziehen oder das war von allem, was ich bisher gemacht habe, so wirklich ausschlaggebend für den Erfolg? Gibt es da so spezielle Sachen? Also besonders gut fand ich es wirklich, dass ihr so ziemlich immer erreichbar wart. Kam immer wirklich schnell eine Antwort auf irgendwelche Fragen. Es kamen auch viele Antworten auf private Problematiken, wie jetzt zum Beispiel Tennisarm. Mein Vorteil, dass Barbara da vom Fach ist, dass sie da auch Tipps geben kann, mach mal dies, probier mal jenes. Fand ich einfach super, das war immer vom Essen, gerade in der Anfangszeit. Du hast ein Bild geschickt, kann ich das essen, kann ich das nicht essen, ist das gut, ist das nicht gut? Das kam wirklich ratzfatz eine Antwort von euch und man fühlte sich sicher dadurch. Und wenn halt noch keine Antwort da ist, dann habe ich es mal da wieder stehen gelassen und wir dann beim nächsten Mal hingegangen, habe es gekauft. Also die Betreuung durch euch ist wirklich super und auch die liebevollen Stupser und Erinnerungen, wenn irgendwas nicht gut klappt, dann trinkt man wieder was und geh mal wieder zum Sport und wann warst du denn letzte Mal? Und die Calls definitiv, die waren auch immer super. Und dass man sich auch austauschen konnte mit anderen Betroffenen. Fragen stellen konnte live und dann hören, was machen die so, was mache ich so, was kann man auch anders angehen. Tipps, Das war super. Ja, vor allem in den Live-Calls, wenn man halt auch mitbekommt, was sind gerade die Herausforderungen von anderen, die man vielleicht selber aktuell noch nicht hat, aber in Zukunft halt dann wieder für sich verwenden kann. Also man kann halt immer was rausholen, auch wenn es jetzt aktuell gerade läuft und du denkst, hey, ich habe eigentlich keine Frage, aber dann doch für später kann ja doch das ein oder andere dann doch noch sehr, sehr wichtig für einen werden. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach diese Individualität. Also dass ihr wirklich, das ist ja das, so was ich auch früher schon mal gesagt habe, in anderen Diabetikergruppen, ich kann nicht generell sagen, es nur dies, es nur das, es nur jenes. Jeder verträgt es auch wieder ein bisschen anders. Und da muss man das individuell ein bisschen anpassen und gucken, da noch ein bisschen schrauben und da noch ein bisschen schrauben und auch was anders ausprobieren. Und das fand ich halt auch gut, dass das besser bei euch so ist. Anders geht's ja auch gar nicht, weil sonst würde man es ja auch so machen. Ja, dann könnte man jedem nur noch so ein PDF rausschicken mit so einer Lebensmitteltabelle und sagen, so mach das mal so. Aber das funktioniert dann vielleicht bei 1 von 10 Leuten und die anderen sagen, das will ich nicht, da habe ich Allergien, das vertrage ich nicht, wie viel davon, wann soll ich das essen, wie soll ich das zubereiten, da kommen wieder so viele Fragen auf. Also man muss schon sein Gegenüber kennen
und auch genau wissen, wie passt denn diese grobe Struktur zu dir? Wie kann man die an deinen Alltag anpassen? Und dann klappt es auch ganz gut. Würdest du denn die Betreuung, die Zusammenarbeit weiterempfehlen an andere Typ-2-Diabetiker? Also definitiv. Ich empfehle euch am laufenden Band, wo immer ich zu Wort komme. Gerade der Kollege, der das erste Mal hier reingeplatzt ist, den habe ich das auch schon mehrfach empfohlen. Der bräuchte es dringend, weil er auch Diabetiker Typ 2 ist. Und auch das typische Klischee der großen Leibesfülle erfüllt und auch sehr gerne Süßigkeiten in sich reinstopft und sowas und immer auf der Suche ist nach einer Lösung. Ich bearbeite ihn noch ein bisschen, vielleicht habe ich mal irgendwann soweit. Ja, er konnte sich noch nicht durchringen. Nein, leider noch nicht, aber ich gebe da nicht auf. Du gibst nicht auf, ja, sehr gut. Ja, du hilfst ihm ja dadurch auch nur. Und klar, am Anfang ist man noch ein bisschen, ja, vor allem will er vielleicht auch selber noch gar nichts verändern. Er ist vielleicht noch nicht so weit, aber wer weiß, irgendwann macht es auch bei ihm Klick und er sagt, okay, jetzt muss ich doch mal was tun. Und dann ist natürlich sinnvoll, man macht gleich das Richtige und probiert nicht erst jahrelang selber rum und kommt im Grunde keinen Schritt voran. Nicole, vielleicht von dir noch ein kleines Fazit, irgendwas, was du noch mitteilen möchtest, was du uns noch sagen möchtest. Gibt es da noch was? Ja, was ich als Fazit sehen würde, ist, dass ich einfach zu lange gezögert habe und euch einfach viel früher hätte mein Vertrauen schenken sollen. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auch schon mit Prädiabetes, euch frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, weil gerade die Ärzte bei Prädiabetes immer noch sagen, alles ist okay, alles in Ordnung, da passiert schon nichts, so machen es euch weiter und irgendwann sitzt man dann doch im Diabetesboot, ob man will oder nicht. Nicht mal frühzeitig umgehen, vor allem, weil ich auch diese Problematik mit meiner Neuropathie habe, Small-Fiber-Neuropathie, da auch mittlerweile Recherchen zu gibt, dass es auch schon durch Prädiabetes mit angestoßen wird und kommen kann. Hätte ich das zum Beispiel vorher gewusst, wäre ich es wahrscheinlich schon früher angegangen. Mhm. Also ich kann es nur beraten, frühzeitig angehen, damit keine gesundheitlichen Sachen zurückbleiben oder ja entstehen dadurch. Genau. Und am besten dann direkt zu uns kommen. Ja, definitiv. Also ihr seid da die Richtigen. Ihr seid echt Gold wert. Ja.